wird gebaut. Also es könnte sein, dass das wirklich schon alles war, was sie hatten. Was ich nicht hoffe, aber sonst wäre die Mission echt einfach. Okay, dann baue ich sie halt hier hin. Neue Baumöglichkeiten. Sir, Motor an. Ziemlich blöd postiert, gebe ich zu. Warum arbeitest du eigentlich nicht unten? So, und jetzt bauen wir noch die Waffenfabrik. Gebaut. Und danach beginnen wir Defensivsysteme zu bauen, denn die werden wir definitiv brauchen. Gerade unten. Hier unten greift der Gegner nämlich auch gerne mal an. Zu wenig da kommt Geld. Nämlich schon was. Ja, und Gas. Ja, Sir. Ja, seine ersten Cyborgs, die von unten versuchen ranzukommen. Nee, gar nicht mal. Ja, bereit, zurück. Ja, nicht stehen bleiben. Zurückfahren. Oder habe ich den Weg da jetzt komplett blockiert durch die Hand? Nee. Ich wäre jetzt auch schockiert gewesen, wenn dem jetzt so Meteorhagel nähert sich. Was? Ja. Zum Glück war da gerade nichts. Scheiße. Ja, bitte, alles klar. Ja, liebe Freunde, das ist also die Mission Blackout. Ich bin mal gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Ich strebe übrigens eine Kombination aus Maulwurfpanzern und Cyborgs an, tatsächlich. Alter. Schön in die Hand eingeschlagen. Und ich werde zuvor erstmal zwei weitere Sammler mir holen. Weil ich glaube, ansonsten wird es echt schwierig, gegen den Gegner zu bestehen. Na kommt schon, Jungs. Ein bisschen schneller. Scheiße. Er schickt einen Ingenieur. Fangt ihn ab! Einheit verloren. Alles klar. Ja. Einheit ganz ab. Ja, die Grenadiere sind natürlich hier gnadenlos overpowered. Abgeschlossen. Auch das kennen wir ja schon. Ne, sind ja GDI-Truppen. GDI neue ist natürlich Baum immer im Vorteil. Wird gebaut. Was ich übrigens auch gerne hasse, dass die GDI immer im Vorteil ist, beziehungsweise die KI. Bau abgeschlossen. So, und jetzt bauen wir erstmal hier einen Laserturm hin, dann bauen wir gleich noch einen Laserturm. Wir sichern erstmal unsere Basis ab. Also die Angriffe des Gegners sind jetzt schon intensiver als beim letzten Mal. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Kann man mal sehen. Wird gebaut. So kann man sich täuschen. Aber keine Sorge, wir kriegen den Gegner trotzdem. Zu wenig Geld. Kabal, erzähl mal, Einheit was Neues. Ja. So schnell kann meine... Unser Alter! Achso, du hast keine Ressourcen. Das ist natürlich toll, wenn ein Sammler keine Ressourcen hat. Haut doch den weg! Gebäude erobert. Ey! Oh, toll. Klasse, danke. So habe ich mir das jetzt echt nicht vorgestellt. Klasse. Wird gebaut. Oh. Super. Jetzt muss ich mir meine eigene Bau Waffenfabrik zu erobern, ey. Was für eine Peinlichkeit. Wird gebaut. Sobald ich kann, werde ich auch die Hand von Nord verkaufen, gebaut. Die da oben ist. Ist echt blöd, dass die Basis hier keinen geraden Boden hat, sondern dass sie so ungerade ist. Wird hergestellt. Aber immerhin, der Gegner kann nichts bauen. Beziehungsweise er baut nichts. Noch nicht. Kommt vielleicht noch. Erobere diese Frechheit mal zurück. Ist ja unglaublich, dass er mir einfach mein Dings klaut. Und dann bauen wir sofort wieder die beiden Sammler. Gebäude erobert. Unglaublich sowas. Klaut er mir einfach mein Dings, so. Was sag ich denn dazu? So, die Hand ist jetzt weg. Gebäude verkauft. Wird gebaut.
Natürlich sind die Grenadiere auch wesentlich stärker als der Laserturm. Zwei Grenadiere reichen schon aus, um den Laserturm zu vernichten. Oder daran an den Rande zu bringen. Wird hergestellt. Ja, KI und ihre Vorteile, ne? Wir kennen ja das alte leidige Thema zur Genüge. Einheit bereit. Manche werden wahrscheinlich sagen, oh, jetzt fängt er schon wieder damit an. Jo, er fängt schon wieder damit an. Und das immer wieder. Bis die KI es endlich mal gelernt hat, mal ohne Cheat zu spielen. Oh, ich glaube, das wird niemals passieren. Jedenfalls nicht so schön. Oh, er schickt schon wieder einen Ingenieur. Und natürlich beschützt von Grenadieren, ey. Es ist zum Kotzen. Ja, bitte alles klar. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich hasse die GDI, echt. Beim letzten Mal hat sie sich so schön ruhig verhalten, ne? Nein, dieses Mal muss ich unbedingt mit Ingenieuren angeschissen kommen. Das ist ein gutes Zeichen, dann funktioniert die Aufnahme auch wahrscheinlich. Einheit verloren. Ja. Also wie man sieht, die Grenadiere der GDI sind natürlich allmächtig. Natürlich, solange sie der KI gehören. Sobald sie einem selber gehören, sind sie natürlich der letzte Rotz. Ist ja klar. Wird hergestellt. Einheit bereit. Denkt ja nicht, dass die Grenadiere genauso mächtig sind, wenn sie euch gehören. Ah! Na, ist er voll mit Ingenieuren? Der ist bestimmt voll mit Ingenieuren. Richtig? Einheit bereit. Na komm. Nee, ist leer. Auch gut. Dann lieber ein leerer Sammler als ein leerer BMT als ein BMT, der voller Ingenieure ist. Ja, genau! Dann haut mir natürlich genau mein Sammler weg. Komm. Gebäude erobert. Die Mission fangen wir gleich nochmal neu an. Und das finde ich so scheiße. Diese Vorteilnahme der KI. Mal wieder. Die KI kann es einfach nicht lassen. Einsatz hier nicht möglich. Die mit ihrer scheiß Vorteilnahme, ey, das geht mir so auf den Sack. Ich glaube, der Dennis hat nachher sogar die Mission abgebrochen, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Die ist echt so scheiße gemacht, die Mission hier, Blackout. Die ist echt kacke. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Das ist so eine richtig schöne, typische Scheiß-Mission. Um das mal so zu sagen. Die hier, ja. Du hast kaum Platz zum Bauen. Du musst trotzdem sammeln wie ein Verrückter. Und du musst dich dann auch noch mit Ingenieuren des Gegners rumärgern, ey. Oh. Furchtbar, sowas. Einheit bereit. Und vor allem, wir haben seinen Sammler weggehauen. Das interessiert ihn gar nicht. Das ist ihm so scheißegal. Der baut sich einfach einen neuen. Das ist ja noch das Unglaubliche daran. Das interessiert ihn einfach nicht. Oh, es lief einfach zu glatt vorher. Und ich hoffe, dass man mich die meiste Zeit überhören kann. Jetzt kommt die Sonne raus. Merke ich gerade. Bau abgeschlossen. Ich weiß, jeder andere sagt es wahrscheinlich mit mehr Enthusiasmus und ich. Ja, oh, die Sonne kommt raus, ne? Toll. Ich bin doch voller Enthusiasmus. Bau abgeschlossen. Oh, ernsthaft. Abgebrochen. Baue ich da noch ein Kraftwerk hin, dann baue ich da hinter die Hand von Nott hin. Oder ich baue die Hand von Nott hier hin. Ich glaube, ich so vielleicht sogar besser. Bau abgeschlossen. Nicht die Hand hier vorne bauen. Direkt da, wo er seine scheiß Infanterie hinschickt. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Dann bauen wir gleich mal ein paar mehr Cyborgs. Und die Waffenfabrik. Danach baue ich erst eine zweite Raffinerie. Weil Geld brauchen wir definitiv. Da kommen wir nicht drüber hinweg. Alles klar. Ja, hier? Also nicht drumherum. Ich red mir einen Stoß schon wieder zusammen. Ja, diese Mission ist echt knackig. Dafür, dass sie so früh kommt. Ja. Aber ein bisschen Herausforderung muss ja auch mal sein, ne? Ich habe bisher noch nicht geraged. Ist unglaublich, aber wahr. Zu wenig Geld. Bis auf das eine kurze Mal. Aber das war ja eher kein richtiger Rage.
Nicht die Art von Rage, die man sonst von mir kennt. Problem ist nämlich, wenn man nämlich hier landet, dann kommt er nämlich von da und von da. Und das ist richtig nervig, wenn er von allen möglichen Seiten angeschissen kommt. Das geht einem richtig auf den Sack. Ja, bitte? Das Problem ist, hier gibt es einfach keinen idealen Platz, wo man in Ruhe seine Basis aufbauen kann. Das ist einfach das Problem. Meteorhagel nähert sich. Ja, natürlich, sein Werwolf überlebt das. Sogar noch topfit. Das ist so ein Skandal. Mein Fahrzeug wäre weg gewesen. Ihr habt das gesehen. Mein Sammler wurde in der Luft zerrissen. Sein Fahrzeug überlebt das. Kriegt noch nicht mal einen Schaden. Das ist einfach nicht mal angekratzt. Das ist einfach unverwundbar. Das gibt's nicht, ey. Was die KI für ein Glück hat. So viel Glück kann jemand nicht haben als Spieler. Das geht einfach nicht. Bau abgeschlossen. Komm mal dahin. Ich glaube, wir können auch hier die Hand hinbauen. Genau. Sehr gut. Pack dich mal da aus. Und dann verkaufen wir die Hand von Not hier mal wieder. Dann bauen wir hier nämlich eine zweite Raffinerie hin. Wird gebaut. Ich brauche dringend mehr Kohle. Dringendst. Ohne Geld haben wir hier bald ein Problem. Da ist übrigens noch einer von den Werwölfen. Ist hier oben vielleicht noch eine Ebene gegeben, die wir hätten nutzen können zum Bauen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oder? Ja, super, das bisschen da. Da passt ja nicht mal der Bauhof hin. Wenn ich weiter nach Westen, nach Osten gegangen wäre, wäre da wahrscheinlich schon der Feind gewesen. Da ist der gegnerische Sammler. Wahrscheinlich hätte ich den einfach nicht angreifen dürfen. Das war wahrscheinlich mein Fehler. Dass er deswegen so früh angeschissen kam. Das Problem ist einfach, man hat hier so wenig Platz. Das ist einfach das Problem. Kaum Platz und dann muss man trotzdem eine funktionsfähige Basis bauen. Das ist GIA ja schon scheiße. Da ist die GDI schon scheiße. Ja, ihr habt Gas. Bereit, Sir. Wie Sie befehlen. Ja, wie gesagt, die Werwölfe kriegt man leicht klein. Ja, super. Oh, die Hand von Not... die Hand von Not. Die Notmods werden trotzdem noch weggezogen mit. Oh, es ist echt von Nachteil, wenn man nur einen einzigen Sammler hat. Das ist echt öde. Das dauert dann Ewigkeiten, bis der eine Sammler zurückkehrt und das Tiberium ablädt und Beim Gegner geht es natürlich alles wesentlich schneller. Er hat ja auch seinen super-duper-hyper-mega-Sammler. Ne? Mit dem er mal eben locker 30.000 oder so verdienen kann. Ich habe keine Ahnung, wie der das jedes Mal schafft, dass sein Silo dann immer komplett voll ist. Ja genau, verpiesel dich. Halt dich fern von meinem Tiberium. Schieß doch. Ach, du kannst nicht schießen, weil das außer Reichweite ist. Okay. Hui! Das finde ich übrigens auch geil, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt, dass die Einheiten dann mit so ein bisschen abheben. Das finde ich schon cool. Das ist ein schönes Detail, ja? So, weg damit. So, jetzt haben wir blaues Tiberium, also das sollte nun wirklich ein bisschen mehr bringen. So, und dann holen wir uns gleich direkt zwei Sammler. Wunderbar. Und jetzt bauen wir Verteidigungssysteme nebenbei noch. Denn die brauchen wir hundertprozentig. Bau abgeschlossen.
so wenig Geld. Ja, zugegeben, der Laserturm, der verbraucht einiges an Energie. Das stimmt schon. Immerhin, wir sind schon mal ein bisschen weitergekommen. Blackout. Einheit bereit. Die ersten Schwierigkeiten sind schon mal aufgetaucht. Kann nur noch besser werden. Ja, hier? Jetzt läuft einfach mal keine Musik mehr hier, oder wie? Jo. Musik! Die ist kacken. Frau Musik bitte ins Soundstudio. Frau Musik bitte. Erwarte Anweisung unterwegs. Bau ja, schon unterwegs. So. Wird gebaut. Ja, wird gebaut. Ja, ihr? Ich finde aber, die Eva-Einheit von Not in Sammler Tiberium Wars, die ist noch... Meteorhagel nähert sich. Victor! Das war vorhin aber auch ein richtig schöner Fail. Man freut sich gerade. Ja, geil, ich habe meinen dritten Sammler. Boom, weg ist er. Toll. Das war richtig klasse. Richtig gleich Bau weggeprügelt mit Anlauf. So, jetzt haben wir schon mal einen weiteren Sammler. Schon mal gut. Jetzt kommt schon mal ein bisschen Schwung in meine Kasse hier. Schon mal gut in unsere Kasse. So langsam, aber sicher wird es was. Wir können keine Not-Mods bauen. Okay. Interessant. Ja gut, wenn er sagt, wir können keine Not-Mods bauen, okay. Dann ist es wohl so, ne? Genau, bauen wir jetzt noch ein weiteres Kraftwerk, dann sichere ich auch den oberen Bereich nochmal mit ab. Bau abgeschlossen. Da hörte ich das nämlich schon. Da war schon irgendwas Cyborg-Technisches unterwegs. Geht's nämlich schon los mit Cyborgs. Und natürlich Grenadier. Lieblinge der KI von der GDI. Damit laufen sie gerne rum. Ja, ja. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Ich werde sonst gleich mal ausprobieren, nur mit Cyborgs zu bauen. Wird hergestellt. Denn jetzt geht's los. Jetzt bauen wir Cyborgs. Wird gebaut. Wir rüsten schon mal zum Angriff. Zu wenig Geld. Wieso sammeln drei Sammler unten? Ne, zwei Sammler sammeln unten. Ich wollte gerade sagen, so was. Drei Sammler sind unten, einer ist oben. Was ist denn da los? Auch das mit den Splittern finde ich sehr cool, auch wenn die manchmal ein bisschen nervig sein können. Einheit bereit. Wird gebaut. Manchmal können sie echt nervig sein, die Splitter, aber manchmal sind sie auch echt cool. Ist einfach ein schönes Detail, das man hat. Erledigt. Erwarte Anweisung. Okay, muss noch nicht repariert werden. Schon mal gut. Spart Geld. Ich hab echt das Gefühl, die Musik ist gestorben. Was ist da los? Keine Musik. Einfach so. Machen wir die mal an. So, Zufall. Ups. Ja, ist okay. Danke und tschüss. Bau abgeschlossen. Einfach weil ich es kann. Alter, guckt euch das an. Zwei Grenadiere kriegen sowas hin. Zwei. Das hätten meine unter Garantie nicht geschafft. Pass auf, der geht gleich kaputt. Nee, Glück gehabt. Einheit bereit. Alter, das ist doch nicht normal. Was hat die KI für ein unverschämtes Glück? Beschiss! KI bescheißt! Ach, ihr liebt Einheit den Spruch von mir. Doch, das weiß ich doch. Steht ihr drauf. Komm, repariert mal den Laserturm weiter, bevor die mir echt noch auseinanderfällt. Das muss nicht sein, den brauchen wir noch. So, dann würde ich noch gerne nebenbei ein Kraftwerk bauen, weiteres.
Einheit bereit. Unsere Energie ist echt knapp bemessen, muss ich sagen. Bau abgeschlossen. Bauen wir hier nochmal ein Kraftwerk hin. Alter, das ist so ein zusammengepresster Stützpunkt. Unser Stützpunkt wird ja, ich weiß. Er liebt es, von da zu kommen, ne? Problem ist einfach, wenn man die Brücke, selbst wenn man die Brücke zerstört, er baut sie trotzdem wieder auf. Das ist einfach das Problem, das ich habe. Selbst wenn man die Brücke zerstört, kommt er wieder. Und das dauert noch nicht mal lange. Zu wenig Geld. Einheit bereit.